als Reaktion enttäuscht, habe mich zurückgesetzt gefühlt. Also ich habe mich eher zurückgezogen. Dann habe ich versucht zu analysieren, was habe ich falsch gemacht, was stimmte nicht, dass es überhaupt so weit kommen kann. Denn die Eifersucht, die entsteht ja nur, wenn man etwas haben will, ein Eigentum besitzen möchte. Und Beziehungen oder Menschen, die man für Beziehungen hat, die sind nie Eigentum. Ich kann ein Auto haben, das ist mein Eigentum. Und auf das bin ich nicht eifersüchtig. Ja? Also ob ich jetzt einen Lamborghini fahre oder den kleinen Topolino, ist mir völlig wurscht. Ich liebe Autos und die müssen fahren. Und je kleiner sie sind und lustiger, desto mehr mag ich es. Also. So ist das für mich. Ja? Es ist nicht immer einfach. Es ist schwierig, mit Eifersucht umzugehen. Es gibt so viele Formen der Eifersucht. Bleiben wir doch energiemäßig. Sie ist Anwältin und so wie sie auftritt, so wie sie redet, da zieht sie es doch sicher vor, so präzise wie möglich über die Tatsachen informiert zu werden. Ja, und mathematisch gesehen sind die Tatsachen ja eigentlich nur zwei. Erstens, ich liebe ihren Mann. Zweitens, ihr Mann liebt mich. Ja, natürlich hätte er Ihnen das persönlich mitteilen müssen. Er sagt doch, er hätte immer wieder einen Anlauf unternommen, aber entweder waren Sie am Wochenende mit Ihren Akten beschäftigt oder Sie hatten Gäste oder Unternehmen. Da können Sie sich dann an die frisch gebackenen Witwer machen. Es findet sich bestimmt einer, der sich von Ihnen trösten lässt. Doch meinen Mann, Laszlo, Sie in Frieden, verstanden? Ihre Mails habe ich Laszlo nicht gezeigt. Ich wollte, dass Sie wenigstens vor ihm das Gesicht wahren. Und falls wir uns in diesem Haus jemals begegnen, dann sprechen Sie mich bitte nicht an. Ich habe die Eintragungen sicher unter meinem Firmennamen vorgenommen. Tauro. Er hat doch sonst angefangen, mich so zu nennen. Dreh dich um, Tauro. Damit ich seinen Hintern begutachten kann. Ich bin grausam hell, ich weiß. Grausam und vulgär, aber ich sehe leider keine andere Möglichkeit, Sie zur Einsicht zu bringen. Glauben Sie mir, wenn ich einen anderen Weg wüsste, und wenn ich einen Weg wüsste, ohne ihn zu leben, dann, ja, aber was nehme ich Ihnen schon weg? Nicht wahr? Und nach 27 Jahren Ehe ist es ja mit der Leidenschaft ohnehin nicht mehr weit her. Lager, Bettwäsche, im Leopardenlook. Oh. Wollen Sie damit die Raubtierinstinkte wecken? Dann bitte, wo kaufen Sie diese hinreißenden Dessous? Natürlich habe ich Laszlo wissen lassen, dass ich mit der Scheidung einverstanden bin, ohne jede Bedingung. Ja, und jetzt noch ein paar prosaische Kleinigkeiten. Ich möchte Ihnen raten, stets eine Packung Larren bereitzuhalten, das ist ein Mittel gegen Sodbrennen. Und verwenden Sie beim Kochen bitte wenig Salz, ja, da er aufgrund seines Übergewichtes zu erhöhtem Blutdruck neigt. Ein bisschen Körpertraining wäre natürlich auch das Beste, aber bitte, die Bewegung im Bett ist ja auch was wert. Die Mail klingt nach Schadenfreude, beste Helen. Aber Sie freuen sich umsonst. Laszlo und ich sind so glücklich wie am ersten Tag miteinander. Und die von Ihnen anscheinend so schmerzlich vermissten Bettszenen, die sind lediglich auf seine Überlastung zurückzuführen. Wie Sie wissen, ist er jetzt Teilhaber bei Brands. Und das bedeutet nicht nur doppelt so viel Einkommen, sondern auch doppelt so viel Stress. Und da Sie uns leider immer noch nicht aus den Augen lassen, Sie haben es sicher schon bemerkt, der Bauch ist weg. Ja, also was die Scheidung anbelangt, da hat das Ganze keine Eile. Wenn zwei Menschen sich wirklich lieben, dann benötigen sie keinen Stempel. Helen, warum können Sie sich nicht endlich mit den Tatsachen abfinden? Laszlo mag sie, er hat sie gern. Ich würde sogar sagen, dass er sie irgendwie verherrlicht, aber Helen, er liebt sie nicht mehr. Ich verstehe kein Wort. Wir sind nicht mehr alleine, meine Liebe. Wir sind zu dritt im Bunde. Zu dritt im Bunde? Eine Dritte, eine
Eine dritte was? Eine dritte Frau? Mhm. 25 Jahre jung. Nein. Also das hätte ich bemerkt. Wer weiß es? Nein. Wo war er gestern zwischen 6:30 und 8:00? Beim Yoga. Er nimmt jetzt dreimal in der Woche Yoga-Stunden gegen den Stress. Bitte, mit meiner vollsten Unterstützung. Bei einem Mann. An dieser Geschichte steht nur das Wort Yoga. Sie ist Studentin und gibt Yoga-Stunden. Aber das ist es nicht, was er mit ihr treibt. Das ist ein mieser kleiner Racheakt. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ich leider Ihren Schmerz multiplizieren muss. Die Rache der Verlassenen, hab ich's nicht gesagt. Ich habe natürlich nicht gewusst, dass Sie das sind. Und er hat es mir gesagt. Meine Frau. Gratuliere, sage ich. Hast du deswegen den Fernseher gekauft, um sie anzugaffen? Wenn ich das möchte, brauche ich nur den Lift zu nehmen. Ah, und nimmst du denn oft den Lift? Falls das so wäre, ginge es dich überhaupt nichts an. Kunst wird mit den Sinnen wahrgenommen und mit dem Herzen verstanden. Wir befinden uns hier in der Art In Gallery im Empire of Glass. Die Art In Gallery wurde 1969 von der sagenhaften Hilde Kuchler gegründet. Wir haben hier eine Ausstellungsfläche von rund 700 Quadratmetern, was für eine Galerie wirklich sehr groß ist. Als Ziel habe ich mir gesetzt, die exklusivste Galerie in Österreich zu sein. Und ich glaube, mit den Kunstwerken, die man hier bei uns besichtigen kann, ist mir das auch sehr gut gelungen. Es ist eine weltweit einzigartige Technik, die kein anderer Künstler auf der Welt so beherrscht wie Peter Kuchler III. Und es ist wirklich eine einzigartige Technik. Er ist der einzige Künstler auf der ganzen Welt, der diese Technik kann und macht. Ich bin Peter Kuchler III., P3, mein Künstlername. Und ich habe mich auf flüssiges Glas und beleuchtete Skulpturen spezialisiert. Meine Idee nämlich von den bildenden Künsten war, die Objekte direkt mit der Museumsbeleuchtung zu kombinieren, zu vereinen. Und somit sind diese Objekte entstanden. Und ich habe viele verschiedene Meister im Leben gehabt, mit denen ich gearbeitet habe und auch gelernt habe. Und diese ganzen verschiedenen Techniken, ob es jetzt Italien, skandinavische Technik oder die amerikanische war, die habe ich miteinander kombiniert, vereint und das Ganze dann mit Licht belebt. Wenn man sich Zeit nimmt, dann findet man in jedem Objekt besondere, sag ich mal, Bereiche, in denen man sich verlieben kann. Aber wir stehen gerade unter einem sehr großen, imposanten Luster, sag ich mal, der Phönix. Der gefällt mir persönlich sehr gut, weil die warmen Farben gefallen mir da. Den hat es auch gegeben in einer anderen Farbe, ein bisschen weißlicher und bräunlicher, so ein bisschen goldener. Und der hängt anscheinend jetzt irgendwo in der Türkei bei einem Sultan. Und ein etwas noch größeres Objekt hat es gegeben, das war der Lotus, 200 Kilogramm schwer, 2 Meter Durchmesser, ein Wandobjekt und das wurde im Übers Dorotheum versteigert. Wochenlange Arbeit. Also da rede ich aber nur von der Zeit, die effektiv am Arbeiten ist, was da gedanklich dann entstanden ist und wie ich dazu komme, das ist dann nicht zugerechnet, sage ich mal. Glasblasen kann man sehr gut im Kopf und damit man auch, weil Glasblasen ist ein Teamwork, also ohne Assistenten geht da gar nichts, weil man braucht mehr Hände, damit man zu dem gewünschten Ziel kommt. Und damit, sage ich mal, die Assistenten wissen, wo wir hinwollen, ist es hilfreich, dass man das schon auf Papier bringt. Also ich skizziere mir schon auch gerne vor, damit ich weiß, hier und da, diese Schritte müssen wir gehen, damit wir dort auch das erreichen.
Nach meinem Motto, ewig einzigartig, schaffe ich Glaskunst für die Ewigkeit. Das heißt, die Farben, die wir da innen drinnen sehen, sind mit Oxiden gefärbtes Glas. Das bedeutet, das kann auch hunderte Jahre im Sonnenlicht stehen bleiben, das verändert sich kein bisschen. Und mit verschiedensten Oxiden kann man Glas färben. Zu den teuersten Farben gehört zum Beispiel Rot und Rosa, weil man tatsächlich ein bisschen Gold braucht, also Goldoxid. Und ja, diese Einschlüsse, Einschmelzungen sind, sage ich mal, auf verschiedenen Glasschichten eingeschmolzen. Das heißt, das Ganze schaut zwar ein bisschen haptisch aus, ist aber ganz glatt, weil das Ganze mit flüssigem Glas nochmal überzogen wurde. Der Beginn ist immer wieder wie eine kleine Glühbirne, sage ich mal, auf einer Glasmacherpfeife, auf diesem 2 Meter großen oder langen Metallrohr. Und Schicht für Schicht überziehe ich mir diese Glühbirne und dadurch kommt mehr und mehr Glas dann zustande, wo auch dann die Farbschicht dann auf eine der Mittelebenen, sage ich mal, aufgetragen wird. Wir reden da von einer Wandstärke von sicher 2 oder 3 Zentimeter. Das heißt, auch dieser Phönix da hat um die 50 Kilo. Verschiedenste Ausstellungen geplant. Gott, zum Glück laufen die jetzt wieder an. Jetzt ist der Fokus wieder da auf die Ausstellungen. Deswegen auch der Name dieser Ausstellung, dieser Vernissage als Eröffnung jetzt für die neue Ära, sage ich mal, Fokus, damit wir wieder den Blick auf Wichtige und auf das Wesentliche haben. Wir sind gerade 12 Stück nach Amerika gekommen, in die größte und renommierteste Glasgalerie Amerikas in Florida, in Miami. Das Glas flüssig zu machen und das Glas flüssig zu halten, ist das Aufwendige und das Kostspielige in der Glaser-Szene, weil der Ofen, zum Beispiel mein Schmelzofen, braucht 2 Wochen Aufheizphase, damit die ganze Keramik und die Wanne da nicht anfangen zu brechen. Und wenn der Ofen dann einmal läuft, dann bleibt er auch 6 Monate eingeschaltet. Das heißt, wir arbeiten dann über die Wintermonate, arbeiten wir dann im Grunde durch. Es gibt also verschiedenste Jahreszeiten. Im Winter, wie gesagt, sind wir am Ofen, am Erschaffen der Objekte. Und im Sommer zum Beispiel müssen die Objekte auch geschliffen werden, dann auch noch elektrifiziert. Das heißt, es gibt das ganze Jahr was zu tun. Kunst muss man mit den Sinnen wahrnehmen. Das bedeutet, ich lade alle herzlich ein, unsere Galerie in Weigelsdorf zu besuchen und die Kunst wirklich mit den Sinnen wahrzunehmen, auf sich wirken zu lassen, zu entdecken, zu fühlen, zu sehen und sich darin zu verlieben. Ich heiße Carmen Wagner, bin Schauspielerin und in diesem Fall aber nicht auf der Bühne, sondern als Produzentin tätig. Das Stück Pantoffelhelden von Miro Gavran habe ich gefunden, habe den Miro Gavran kontaktiert und er hat mir die Rechte überschrieben. Und dann habe ich ein ganz reizendes, nettes Team zusammengefunden, habe den Hupsi Kramer engagiert als Regisseur und der Anatol Rieger, die Esther Holoschi und der Manuel Dragan haben sich bereit erklärt, die Rollen zu übernehmen und machen das ganz großartig. Ich bin den jetzigen Ehemann von meiner Frau Anna, die ihren ersten Mann verlassen hat und mich geheiratet hat. Und ihr erster Mann kommt dann zurück in die Wohnung und da beginnt eigentlich die ganze Geschichte. Guten Tag! Du? Was machst du hier? Man hat mich freigelassen! Vor einer Stunde hat man mich freigelassen! Ich habe ein Taxi genommen und bin sofort hierher gefahren! Ausgerechnet hierher! Wohin denn sonst? Ja, aber du weißt doch das. Also, erinnerst du dich an Marco? Natürlich! Er hat Religion unterrichtet und ist dann Direktor geworden. Das war nicht Religion, das war Sport. Das ist gut. Entschuldigung. Keine Muster. Du hast doch sicher gehört, dass... Also Marco und ich, wir sind schon seit einem Jahr... Verheiratet! Gratuliere! Danke. In diesem Stück spiele ich gleich 2 Damen.
Ex-Ehemann aus dem Gefängnis entlassen wird, weil er zu Unrecht verurteilt wurde und nach Hause kommt. Und das Ex-Ehepaar hatte sich diese Wohnung geteilt und rechtlich gehört diese Wohnung immer noch den beiden. Und er, der vom Gefängnis nach Hause kommt, hat keine andere Möglichkeit, als mit einzuziehen in diese Wohnung. Bleibt mir ein anderes übrig. Ich habe weder das Geld für ein Hotel noch für eine Untermiete. Und soweit ich mich erinnere, haben du und ich diese Wohnung gemeinsam gekauft. Das ist ein sehr spannender Charakter, weil er eben 2 Jahre im Gefängnis war und dann zurückkommt und natürlich, weil es eine Komödie ist, mit den Erwartungen, die vorher aufgebaut werden, ziemlich bricht, weil klar, man macht sich Gedanken, Rache und solche Dinge, aber die 2 Jahre Gefängnisaufenthalt haben ihn sehr verändert, durchaus zum Positiven. Also die Art und Weise, wie er mit seinen Mitmenschen umgeht, ist dann, finde ich, sehr beachtenswert. Kann ich dich was fragen? Was Intimes? Was Intimes? Mich? Ja, dies. Liebst du denn? Liebst du Anna? Wie meinst du, ob ich sie liebe? Ich meine das Wort, jetzt liebst du sie. Wieso fragst du? Anna hat ziemlich gelitten, als ich ins Gefängnis musste. Das war keine leichte Zeit für sie. Das war ja nicht deine Schuld. Das habe ich dir schon erklärt. Das ist wie mit der ansteckenden Krankheit. Und Anna war die Frau eines ansteckenden Mannes. Das war sehr schwer für sie. Weißt du, im Gefängnis, da gab es Augenblicke, da war es für mich ihretwegen schwieriger als meinetwegen. Es wäre nicht schön, wenn du sie verlassen, sie verletzen würdest. Keine Angst, ich habe nicht die Absicht, sie zu verletzen oder sie zu verlassen. Sag mal, wie kommst du eigentlich da drauf? Ich dachte, jetzt, da ich wieder da bin, dass das für dich vielleicht ein Grund ist, dich aus dem Staub zu machen. Wahrscheinlich gehe ich dir auf die Nerven. Wahrscheinlich geht auch sie dir auf die Nerven. Vielleicht gehe auch ich ihr auf die Nerven, aber ich habe keine andere Wahl. Verstehst du? Ja. Okay. Ja. Ich trinke auf eure Versöhnung, auf euer Glück, auf eure Zukunft und auf den Frieden in dieser Wohnung. Salut. Tschüss. Lass du noch hier. Ich geh schon. Nein, ich. Hallo? Ja, bitte, wer spricht? Eine Bekannte aus dem Gefängnis? Wieso rufen Sie unter dieser Nummer an? Sie bestätigen den Besuch der alten Dame. Was für ein Besuch? Welche alte Dame? Also bitte, ich bin doch keine alte Dame. Nein, ich bin auch nicht seine Schwester. Bestätigen den Opernbesuch. Ja, er ist da. Sie haben ja nicht nach ihm verlangt. In Ordnung, bitte sehr. Ivo, es ist für dich. Das ist wirklich. Hallo. Ja, nein, niemand Wichtiges. Meine Ex-Frau. So, komm rein. Hallo. Ich habe jemanden mitgebracht. Nur weiter, ich helfe gleich mit der Jacke. Darf ich vorstellen? Eniko, das ist Marco. Freut mich sehr. Freut mich auch sehr. Ivo hat mir viel von Ihnen erzählt. Auch mir von Ihnen? Es freut mich wirklich sehr, dass wir uns nun endlich kennenlernen. Wieso seid ihr schon da? Ich dachte, ihr würdet... Die Oper wurde abgesagt. Leider ist die Protagonistin erkrankt. Wo ist Anna? Unter der Dusche, aber sobald sie fertig ist, sausen wir mit Karacho in die Schule. Sie sagen mit Karacho. Ich kannte jemanden, der gesagt hat mit Karacho. Er sagte mit Karacho in die Stadt oder mit Karacho ins Kino. Entschuldigen Sie. Das gibt's ja nicht.
so vielen Jahren. Wer kennt euch? Das ist meine Freundin aus Schwarz, von der ich dir erzählt habe. Freundin? Was für Freundin? Ich war die Frau, der du die Ehe versprochen hast. Du musst schweigen wie ein Grab. Das muss unser ewiges Geheimnis bleiben. Sonst denken die beiden bis ans Lebensende, wir seien Pantoffeln. Die kehren zusammen, weiß doch zwar zwitschten sein, vom Zöbenbaum. Zwar aus Unterkrieg, des hat ein Zweck, weiß doch zwar labern sein, vom Zöbenbeck. Gut, dann können wir mal loslegen. Einmal Wien, Berlin und zurück. Ja. Was haben wir heute Abend zu erwarten? Gut. Das habe ich schon mal gehört, ne? Nein, der Abend Wien, Berlin und Retour, ja, war eine Idee für uns beide. Du hast uns ja schon gesehen, also du hast uns ja schon interviewt für die Zoogeschichte. Und ich dachte mir, wenn jemand schon, wenn er auch fast Sachse oder Berliner ist und einer Forster Wiener ist, dann machen wir ein Programm eben Wien, Berlin. Wobei wir ein bisschen im Streit sind, was jetzt die wichtigere von den beiden Metropolen ist, aber ich glaube, beide sind gleich wichtig. Okay, der gemütliche Wiener und der strenge Preuße, wie geht denn das zusammen? Ja, das ist das Problem. Das haben wir auch bei den Proben erlebt, dass wir uns ja nur gestritten haben. Ne? Also ich meine, nein, es ist ja so, also ich bin ja, weil du vorhin Sachse sagst, ich bin ja, das habe ich ja schon mal gesagt, eigentlich an der Grenze zwischen Sachsen und Preußen geboren. Das heißt, ich hab ein bisschen was von der Gemütlichkeit der Sachsen, ja, die Wiener können ja die Sachsen lieber, mögen sie mehr als die Preußen, ne? Aber in meiner Schule und überall, ich bin ja in späteren Jahren, habe ich natürlich in Berlin gelebt, also ich kenne mich da aus, ich kann quasi beide Metropolen, weil ich kenne Dresden, sag gut, das ist kein Ort, das Berlinerische, das Harte, krieg ich auch rein. Nein, aber Es war jedenfalls, aber wie Wien und Berlin zusammengeht, das ist ja immer so eine Streitfrage. Und es ist eine gewisse Hassliebe, die so ein bisschen eine Rolle spielt. Und die kommt wahrscheinlich auch in unserem Programm zum Tragen. Wir wollen zusammenziehen. Gibt es da wirklich so viele Gemeinsamkeiten zwischen Wien und Berlin? Ja, es kommt sogar im Text vor, dass die Berliner mürrisch sind und die Wiener sind grantig. Und daraufhin sage ich, na, und wo liegt der Unterschied? Es gibt eben keinen Unterschied. Aber darf ich nur ganz kurz einmal auch auf den Pianisten des heutigen Abends hinweisen, Markus Vorzellner. Wie schaffen Sie das heute dann, die richtige Atmosphäre zu schaffen? Mit welchen Mitteln machen Sie das? Ja, das ist relativ schwer, weil also die beiden ja andauernd streiten und also ich muss einmal wienerisch spielen, dann berlinerisch. Es kann sein, dass es mir irgendwann einmal zu blöd wird, ja. Also auch das kann im Prinzip möglich sein, also das wird alles der Abend bringen. Aber abgesehen davon, ich meine jetzt Schmäh ohne, wie man in Wien sagt, es macht irrsinnigen Spaß, mit den beiden Herren zu arbeiten. Der Sänger, der Schauspieler, Der Sänger ist sowieso auch ein Schauspieler, der Schauspieler wird zum Sänger, also es ist eine Symbiose, die so in dieser Art und Weise eigentlich sehr fruchtbar ist und für mich als klassischen Liedbegleiter eine wundervolle Abwechslung, mit diesen beiden Großen auf der Bühne zu stehen, ich sage es ganz ehrlich. Ja. Zusammengefasst, Piefkes und Wiener können voneinander lernen, richtig? Definitiv, immer. Alle Menschen können voneinander lernen, aber die Piefkes von den Österreichern, die von den Ösis und die Ösis von den Piefkes, definitiv. Und der Abendpianist muss ohne Wald, so soll es sein, denn sind zwei Zwillinge aus einem Stein. Zwei aus Grunewald, die sind so gleich, weil Steine sind normal, so ja nicht weich. Es ist nicht gut, wenn man so viel suchen tut. Die Ätzeliebe, die wohnt in Berlin, ja in Berlin. Zwei aus Grunewald, die sind so gleich, weil Steine sind nur wahr, so ja nicht weich. Ich stehe in der Kälte und warte auf ein Taxi, aber es kommt nicht, ja Faust.
Auf Wienerisch heißt es, Sie stehen der Köthner Wort auf der Taxi, aber es kommt nicht. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall war das die Gruppe DÖF, ja, mit den Protopads, ja, ja. Aber wisst ihr überhaupt, was DÖF heißt? Nein. Ja, das heißt deutsch-österreichisches Feingefühl. Das ist so unten bezeichnet für uns B. Wa? Apropos, was sagen Sie, ein Kollege? Ja, ich nehme jetzt kein Kollege wäre, ja. Da würde ich jetzt sagen, der Berliner Text von dem, zwar aus Otterkring, der ist von mir. Aber nee, 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 der ist von René, nee, nee. Mein Reim. Na, geht's dir jetzt besser? Ja, danke. Wenn man in der Schule sitzt, über seinen Büchern schwitzt und das Lacht der Sonne scheint, dann möchte man draußen bleiben. Ist die Schule endlich aus, gehen die Kinder froh nach Haus und der kleine Klaus ruft den Gänschen hinterher. Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann fahren wir rasch nach Wannsee. Ich hab hier gerade wieder Wind durch den Grunewald geschwind und dann sind wir bald am Wannsee. Malabelle wird jeden, der vom Geld etwas versteht. Malam wird immer lyrisch, wenn die Sonne untergeht. Malam schlägt sich zum Cocktail Aprikosen in das Haar. Malam ist überall der Star. Malam tanzt in Fandango-Kneipen, alle tanzen mit. Malam gibt jedem Stein.